Heute stehe ich nicht unter Wasser. Hm. 80. 80 Zentimeter über dem Erdboden. Hm. Nicht viel. Aber immerhin. Das Wasser müsste 80 Zentimeter steigen, bis ich nasse Füße kriege. Ich darf da nur nicht raus aus dem Bauwagen, dann müsste ich schwimmen. Und der Tisch, der wäre unter Wasser. Naja, Ja, ich untersuche gerade, was passieren würde, wenn es hier Hochwasser gäbe. Na, ich meine nur theoretisch, nicht? In der Stadt hat es ja sowas noch nie gegeben. Aber man kann nie wissen. Gerade heute Morgen habe ich gelesen. Hier. Hm? Schwere Stürme über der Nordsee. Küste in Alarmbereitschaft. Der Wasserpegel stieg auf 6 Meter über normal. Das muss man sich mal vorstellen. Das Wasser steigt 6 Meter höher als sonst. Das heißt, so hoch wie ein 2-stöckiges Haus. Ich weiß aber auch, warum das jetzt gerade passiert. Es ist ja nicht nur der Sturm. Der Mond ist auch nicht ganz unschuldig dran. Der macht ja Ebbe und Flut. Aber heute ist Neumond. Und das heißt, die Flut steigt höher als sonst. Wir haben Springflut. Aber es kommt noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob die Fachwelt das schon mitgekriegt hat, aber hier steht's. Der Mond, der eiert ja ein bisschen um die Erde. Und übermorgen steht er der Erde am nächsten. Und das heißt, das Wasser im Meer steigt noch höher. Womöglich höher als die Kaimauern. Höher als die Deiche. So wie hier. Da hat die Nordsee eine ganze Stadt überflutet. Die Deiche, die das Wasser draußen halten sollten, sind gebrochen. Es ist schon eine Weile her. Ein Sturmtief über dem Atlantik schob eine Springflut in Richtung Holland. Und das Meer wurde zu einem tosenden Ungeheuer. Diese Wassermassen haben eine gewaltige Kraft. Zerstören Deiche, Uferbefestigungen, Straßen. Ja, und dann strömen sie womöglich durch die Flussmündung ins Land hinein. Sie reißen alles mit sich, überfluten dann ganze Landstriche. Ja, so sah es damals in Holland aus. Die Hälfte des Landes wäre in der Nordsee versunken, wenn alle Deiche gebrochen wären. Wenn man nicht versucht hätte, sie zu befestigen mit Sandsäcken. Sowas kann immer wieder passieren. Auch an Flüssen, zum Beispiel an der Oder. Und an der gesamten Nordseeküste. So sieht es bei Sturmflut an der friesischen Küste aus. Land unter. Wer jetzt sein Haus nicht auf einem Erdhügel gebaut hat, ist schlecht dran. Das merken auch ahnungslose Touristen, die bei Sturmflut einen Spaziergang machen wollen. Die wären besser zu Hause geblieben, denn die tonnenschweren Brecher reißen auch Seebrücken ein und Kaimauern. Na, hier möchte ich jetzt nicht wohnen. Solche Brecher an meinem Bauwagen? Naja, ich könnte mich natürlich retten. Auf meine Terrasse. Aber so weit darf es gar nicht erst kommen. Ich muss was unternehmen. Ich muss rauskriegen, wie hoch das Meer steigen könnte und wie hoch die Deiche sind. Ja, dann wissen wir mehr. Also, auf zur Küste! Dann werden wir mehr sehen. Ja. Meer sehen ist gut, ist ja gar kein Meer. Wo ist das Meer? Und überhaupt ein sehr seltsamer Deich. Da geht er so steil nach oben und dann fällt es so flach ab hier zum Meer. Wenn es denn das Meer ist, ja doch, da hinten. Das muss doch ein Schiff sein, oder? Ja. Ja, ein Schiff. Ein großes Schiff fährt direkt durchs Land. Das gibt's ja gar nicht. Wie ist denn das? Ah, Moment. Das könnte natürlich so sein.
dass jetzt gerade das Meer sich zurückgezogen hat. Bei Ebbe, nicht? Ich habe hier eine Gezeitentabelle, da steht ja alles drin. Ebbe und Flut, ihr wisst ja, nicht? Und bei Ebbe geht das Meer natürlich weg. Und dann sieht es so aus wie hier, womöglich. Ja, ja, genau. Jetzt ist Ebbe, Niedrigwasser. Kein Wunder, dass ich kein Meer sehe. Daran wird es wohl liegen, denke ich. Na ja, trotzdem, dann wird das ja vielleicht doch der Deich sein hier. Da werden wir mal messen. Wie hoch ist er denn nun? Und ist er hoch genug, wenn das Meer steigt? Auch bei Sturmflut? Ja, vielleicht von, ja, von hier so? Ja, das sind schon mal, ja, 1,60 von oben bis hierhin. Wollen Sie ein Stück mitfahren? Ja, gerne. Ich muss sowieso mal da hinten hin. Na gut, kommen Sie. Ja, danke. Und Heinz, kannst du losfahren? Der Eisenbahn mitten auf dem Teich ist ja seltsam. Ist das da für Touristen oder so? Das ist eine Feldbahn. Mit der transportieren wir Baumaterial. Für unsere Baustellen brauchen wir sehr schweres Material. Auf dem Vorland, in dem weichen Boden, würde ein Lastwagen nur einsinken. Ja. Und, was bauen Sie so Schönes? Deiche. Sie bauen Deiche? Ja, also ist das hier ein Deich? Ja, aber sagen wir mal, warum bauen Sie die denn so unordentlich? Wieso? Na ja, so verschieden, nicht? Wenn wir zur See hin, fallen die ganz flach ab. Ja. Und zum Land hin, da haben sie wohl nicht genug Erde gehabt, nicht? Da geht's so steil. Nein, das muss es sein. Bei Flut rollen sich die Wellen auf dem Vorland langsam aus. Und wenn sie dann hier auf die sanfte Schräge von dem Deich treffen, dann verlieren sie beim Hochblättern langsam ihre Kraft. Und so kann der Deich nicht kaputt gemacht werden. Ah ja, so muss man sich das also vorstellen. Zum Meer hin ist der Deich lang und flach. Da kann die Flut sich austoben. Na und innen drin, unter der Erdschicht, Sand? Na, der könnte doch weggespült werden vom Wasser. Da müsste doch, ah ja, deshalb die Steine an einigen Stellen zur See hin. Ja, das sind kleine Wellenbrecher. Da hat das Meer keine Chance. Zum Land hin noch Rasen drauf. Ja, so sieht's besser aus. Jetzt möchte ich aber endlich mal das Meer sehen. Sagen Sie, das Meer ist ja nun irgendwo da hinten. Ja. Wieso ist denn dann der Deich so weit weg? Also früher reichte das Meer bis an den Deich. Mhm. Aber jetzt ist hier das Vorland. Dieses Vorland wird jeden Tag von der Flut überspült. Und dabei setzt sich Schlamm und Schlick ab. Ja, dann kommt das ja alles so langsam ein bisschen höher. Ne? Ja. Hier kann aber durch die Gräben bei Ebbe das Wasser wieder abfließen. Mhm. Dadurch haben wir neues Land gewonnen. Das Wichtigste ist aber, dass sich bei Flut die Wellen hier auf dem Vorland langsam ausrollen können, bevor sie auf den Deich treffen. Ah, sehr praktisch. Ja, und außerdem, hier wird es ja wieder grün, ne? Ja, ist ein ganz kostbarer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geworden. Hier gibt es jetzt wieder Kiebitze, Austernfischer, Schnepfen. Noch nicht da, aber ich weiß, ist Ebbe jetzt. Aber was ist denn das nur für ein Wall hier? Das hier ist kein Wall, das ist eine Lahnung. Hier haben wir vor langer Zeit lange Reihen von Holzpfählen in den Schlick gerammt, Steine dazwischen gepackt, damit sich bei Flut die Wellen daran brechen können und das Vorland nicht weggeschwemmt wird. Aha, also schützt die Lahnung das Vorland. Mhm. Und? Und das Vorland schützt den Deich. Richtig. Apropos Deich, sagen Sie mir noch mal, wie hoch ist denn nun der Deich? Also hier haben wir ungefähr 8,20 Meter über Normalnull. Bei einem Tidehub von 3 Meter sind das noch gut und gerne 6,70 Meter über dem mittleren Tidehubwasser. Mir schwirrt der Kopf, das kann ich ja gar nicht alles behalten. Ja, aber wenn Sie mehr über Deiche wissen wollen, dann fragen Sie am besten die Deichgräfin. Eine Gräfin? Ja. Wo finde ich denn die? Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Der Deichbaufritze hat mich ganz schön durcheinander gebracht. Normalnull. Tidenhub. Und das ist doch nicht die Deichgräfin. Na, egal.
Ich messe mal wieder den Deich. Ja, das waren 5 Meter. 5 Meter Deichhöhe über dem Pflaster. Ja. Und jetzt, jetzt geht's ja flach runter zum Meer. Das muss ich abschreiben, dann kann ich berechnen. 1, 2, 3. Endlich sieht man mal das Meer. Aber wie kommt denn ein Schäfer hier auf den Deich? Scheint ein Bekannter zu sein von dem Deichbauingenieur. Ich mach doch mal Platz hier. Ich muss doch messen. Was ist denn für einer? Er ist aus der Stadt, will wissen, wie hoch der Deich ist. Er tut keinem was. Wo kommen denn die hier? Die Schafe mitten auf dem Deich. Das ist ein dicker Hund. Ne? Frag ich mal den Schäfer. Kommt ihr auch nach an? Sie sind sicher der Schäfer. Sagen Sie mal, wie hoch ist der Deich? 5 Meter über dem Binnenland. 5 Meter über. Ja, das habe ich ja auch gemessen. Aber wie hoch ist er über dem Wasser? Hoch genug. Hoch genug. Ja, damit kann ich auch nicht viel anfangen. Dann wünsche ich noch viel Glück beim Messen. Tschüss. Tschüss. Und schönen Dank auch. Bitte. Ach, übrigens, da drüben gibt es so schöne, fette Wiesen. Müssen Sie Ihre Schafe unbedingt hier auf dem Deich weiden lassen? Ja. Die armen Tiere haben ja schon ganz schräge Hufe. Ja. Ist das überhaupt gut für den Deich? Ja. Na ja, ich meine, Sie halten das Gras kurz, nicht? Ja. Ja, ja, das ist ja, auch ganz gut für den Deich, nicht? So eine kurze Grasnarbe, das hält den Deich oben rum zusammen. Dann kann der Wind die Erde nicht wegwehen, nicht? Ja. Ja. Ja, aber, sehen Sie mal, Sie machen aber überall hin. Ja. Ja, ich meine, das ist, na ja, es ist auch wieder, Dünger fürs Gras, nicht? Ja. Ja, aber trotzdem, wenn Sie hier überall so rumtrampeln, die Schafe, meine ich, dann könnte es doch kleine Löcher geben, nicht? Nee. Nee? Ach, da, nee, sehen Sie, da ist ein Loch. Da könnte doch was passieren. Bei Sturmflut zum Beispiel, nicht? Da könnte doch das Wasser reinlaufen und dann spült es die Erde weg, ne? Ja, das ist ein Mauseloch. Ach, ein Mauseloch. Naja, ja, das wäre ja gefährlich. Naja, dann trampeln ja die Schafe die Löcher eher zu, ne? Ja. Ja, aber was ist nun, wenn ein Schaf ein Loch übersieht, dann könnte es doch eine Katastrophe geben, ne? Du pass mal auf. Ich erzähl dir mal so eine lütsche Geschichte. Frau Mieke und ihr Schaf wohnten in einem kleinen Haus hinter dem Deich. Frau Mieke bestellte ihren Garten, versorgte ihr Schaf und lebte ansonsten ruhig und zufrieden. Aber eines Tages, an einem frühen Herbstmorgen, zog ein Unwetter am Himmel auf. Bald pfiff ein schwerer Sturm über das kleine Bauernhaus. Der mächtige Wind wühlte das Meer zu einer Sturmflut auf. Das Wasser stieg und stieg. Und immer wieder schlugen große Wellen mit Wucht auf den Deich. Das Meer hatte solche Kraft, dass er schließlich ein Loch in den Deich schlug. Die Flut strömte durch den Deich und überschwemmte Frau Mielkes Garten. Frau Mielke sah das Wasser kommen und erschrak. Sie rief nach ihrem Schaf und rannte mit ihm rasch zum Loch im Deich. Frau Mielke nahm das Schaf und setzte es mit dem Hintern voran in das Loch. Aber das Loch war zu groß. Oder das Schaf war zu klein. Denn noch immer strömte Wasser durch den Deich. Frau Mieke lief schnell zum Haus und kam mit einem großen Sack voller Leckereien zurück. Dann musste das Schaf fressen. Schokolade, Grießbrei, Kuchen, Pudding und Dampfnudeln. Das Schaf schlug sich den Bauch voll. Es wurde fetter und fetter. Bald floss immer weniger Wasser durch den Deich. Das Schaf wurde so dick,
dass es das ganze Loch ausfüllte und nur noch spärliche Tropfen durch den Deich sickerten. Schließlich ließ der Wind nach. Das Meer beruhigte sich. Das Land war gerettet. Jo. Ja, aber wie stopft man ein Loch denn nun wirklich, wenn man nicht gerade ein Schaf hat? Da werden kleine Sandsäcke in das Loch gestopft. Wenn das aber nicht rechtzeitig passiert, dann kann der Deich brechen. Oh, ja, denn schwappt das Wasser ja über und läuft ins Land rein, ne? Ja. Sie, ich muss unbedingt eine Deichgräfin treffen. Wo finde ich die denn? Ach, die läuft hier überall rum. Da gehen Sie mal hier am Dieg lang. Da achten an Seel vorbei. Achten an Seel vorbei. Ja. Am Dieg lang. Ja, tschüss, danke. Also, was hat er gesagt? 5 Meter überm Binnenland. Hoch genug bei Hochwasser. Ganz schön kompliziert das. Ja, das ist ja wohl das Siel, was der Schäfer meinte. Ja, dann muss das ja so ein Sielwärter sein. Anscheinend hat er Probleme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 3,60 Meter. Da geht nicht gut, da geht nicht gut. 4 Meter, ja. Ist da was? Ist da was passiert? Jo, da ist ein Balken zwischen. Wo kommt denn das her? Vom See kommt er, das ist hier reingetrieben und du kriegst meine Sieltore nicht zu. Ja, ja. Du ja. Guck mal mit an hier. Ja, ja, Moment. Stehst du rum und guck. Heißt denn das, dass jetzt das Wasser hier in den Deich rein? Ja, genau, und das darf er nicht. Ins Land rein? Nee. Moment. Jo, na gut. Geht das hier? Ja, das geht. Ah, nimm das, Mann. Jo, das haben wir gleich. So, hier rein. Ja, So, ja, da ist er. So. Und jetzt fahr ein. Moment, ja, Moment. Muss auch nicht schimpfen, dann geht er da auch. Und stell ihn ja. Nicht so an. Ja, ich stell mich doch gar nicht an. Oh, und jetzt höre ich. Ja. Oh, hier. Ja. Ja. Jetzt haben wir ihn. Hier. Da ist er. Ist er. Das wäre geschafft. Toll. Gar nicht auszudenken, nicht? Wenn jetzt die Flut gekommen wäre und das Tor wäre offen gewesen. Also sagen Sie überhaupt, wieso? Wieso ist denn hier mitten im Deich so ein Durchlass? Das ist doch gefährlich. Ja, das ist er. Sehen Sie. Aber im Inland gibt es ja Bäche und Flüsse. Und das muss ja irgendwo hin. Das muss. Ah ja, die müssen ja zum Meer fließen. Ja. Aha, ich begreife. Und wenn da nur ein Deich ist, dann geht das nicht. Da muss irgendwie ein Loch im Deich sein. Und das ist das Siel. Das ist das Siel hier. Aha. Jetzt müssen Sie also jedes Mal bei Ebbe und bei Flut diese Klappen da, diese Tore auf und zu machen? Nein. Das geht automatisch. Ah, jetzt begreife ich. Automatisch, natürlich. Wenn die Flut kommt, dann drückt sie die Tore hier zu. Und dann kann nichts passieren. Hm? Dann kann das Meer nicht ins Land hineinlaufen. Und bei Ebbe, ja, da drücken die Bäche und die Flüsse die Tore wieder auf. Und das Wasser kann raus. Toll, das ist wie ein Ventil, nicht? Genau. Wie ein Fahrradventil. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich habe schon so viele Leute gefragt, weil ich mache mir Sorgen. Wie hoch ist der Deich? Gute 6 Meter über normalen Hochwasser. Gute 6 Meter über dem normalen Hochwasser. Die anderen haben doch alle was anderes gesagt. Sehr verwirrend das. Moment noch. Ich hab noch eine Frage. Das Hochwasser. Wie hoch ist denn nun das Hochwasser? Das ist gute 3 Meter über Niedrigwasser. Gute 3 Meter über Niedrigwasser. Das ist schwer zu begreifen. Ich muss doch mal diese Deichgräfin fragen. Die muss mir das erklären. Wo finde ich denn die? Die ist eben hier langlopen. Langlopen. Gut, danke. Tschüss. Die Flut steigt. Womöglich die Sturmflut. Sind jetzt die Deiche hoch genug? Moment mal. Was haben wir denn da? Was will die denn am Deich? Eine Touristin? Die nehmen ja alles mit als Souvenir. Das geht doch nicht. Da muss ich doch mal. Die macht ja Löcher in den Deich.
Das ist doch gefährlich. Sie sollten das lieber nicht machen. Was? Na, hier im Deich rumstochern. Sehen Sie mal, so ein Deich ist eine sehr sensible Angelegenheit. Ne? Wenn man da rumstochert, könnte es ein Loch gehen, das Wasser läuft rein, das Loch wird größer, dann kann doch Erde weggespült werden und der Deich bricht. Ne? Das ist sehr, sehr... Ja, das ist sehr gefährlich. Ich weiß das. Ja, ja. Ich bin nämlich hier die Deichgräfin. Sie? Ja. Die Gräfin. Habe ich mir ja irgendwie anders vorgestellt. Ne? Irgendwie feiner. Auch eine Deichgräfin. Also, ein Deichgraf oder eine Deichgräfin sorgt dafür, dass der Deich auch in Ordnung ist. Ja, und das machen Sie? Ja. Der Deichgraf trägt die Verantwortung für den gesamten Deich. Damit das Leben hinterm Deich sicher ist. Ah ja, und dazu muss man adelig sein? Nein, aber aufpassen muss man, dass nichts passiert. Und sowas könnte jederzeit passieren. Eine Sturmflut. Auf diesen Steinen habe ich ja eben noch gestanden. Himmel, wenn jetzt die Wellen einen Angriffspunkt finden und durchbrechen, da holt sich die See das Land hinter dem Deich. Dann sind die Bauern in ihren Häusern dahinter nicht mehr sicher. Oder wenn der Deich nicht hoch genug ist. Der Anlegesteg ist schon unter Wasser. Das Vorland auch schon überflutet. Gut, dass die Bauernhäuser hier auf Erdhügeln stehen und dass es die Gräfin gibt. Die passt auf. Ich sehe schon, jetzt bin ich an der richtigen Adresse. Ich habe nämlich schon überall rumgefragt und jeder sagt mir was anderes. Jetzt sagen Sie mir doch mal, wie hoch ist der Deich? Ja, also hier ist er 8,80 Meter über Meeresspiegel. Wieso hier? Ist er denn woanders höher? Ich meine, dann würde ja das Wasser hier reinlaufen. Oder ist er woanders kleiner? Dann würde das Wasser da reinlaufen, nicht? Ja, also das ist so. Wir richten uns hier nach dem mittleren Tidehochwasser. Hä? Ja, also das ist die normale Flut. Ebbenflut ist bekannt, ne? Ah ja, ja, ja. Ja, und die ist hier überall anders hoch. Aha. Das hängt natürlich auch vom Wind ab. Der schiebt ja die Wasserberge hier nur so rein. Aha. Also jedenfalls ist der Deich hier 7 Meter über normale Flut. Aha, 7 Meter. Ja, aber was ist, wenn das Hochwasser jetzt oder die Flut eben noch höher steigt? Ne? Ich sage nur Sprengflut. Ne? Oder wenn der Mond übermorgen noch näher kommt, Sturmflut. Was dann? Ich meine, wie hoch kommt denn dann? Ja, also da haben wir Sicherheiten eingebaut. Die letzte große Sturmflut war 4 Meter über normale Flut. Mhm. Und das heißt? Alter, das heißt, dass der Deich dann immer noch 3 Meter höher war als das Wasser. So ist es. So, das langt doch. Da bin ich beruhigt. Dann wird mein Bauwagen in Bärstadt trocken bleiben. Weil es nämlich den Deich gibt. Ja. So ein Deich ist übrigens auch sehr praktisch, wenn mal keine Sturmflut ist. Man kann nämlich so schön darauf Drachen steigen lassen. Jo, und das kann ich ja nur auch ganz beruhigt. Ne? Denn die Deichgräfin und all die anderen Leute, die passen ja ab. Mir in Bärstadt kann nichts passieren. Abschalten, abschalten. Das bleibt doch mal. Das